Moin von der Tellermitte, diesmal moin aus Berlin. Wir dürfen heute in den heiligen Hallen von der Bäckerei sein, unser Partner für unsere Burger Buns und für unser Schokopan. Und das ist der George. Der George hat hier eigentlich alle Fäden in der Hand und der George erzählt uns jetzt, was sie alles machen, damit ihr so geile Buns und Brot nach Hause bekommt. Erzähl mal. Genau, also die Rohstoffe kommen rein. Ja. Die werden im Teigbereich, die jeweiligen Rezepte werden zusammengemischt. Es wird geknetet, das geht durch die Brötchenanlage. Von der Brötchenanlage geht es rüber in den Garraum. Und dann kommen die schon in den Ofen. Genau, und dann werden die gebacken, dann werden die abgekühlt und dann kommen die zu unserer Verpackungsanlage und werden verpackt. Als Tipp nochmal, ne? Lieber einfach auftauen lassen in der Folie, als irgendwie aufbacken oder außerhalb von der Folie, immer in der Folie auftauen lassen, dann bleiben die schön fluffig weich. Und was ist dein Tipp, dein Profi-Tipp, wie man die zu Hause macht? Also ich kann dir sagen, wie ich es mache. Ich taue die auf, ich bestreiche die mit Butter und röste die dann meistens auf der Plancha, bis die richtig knusprig und Crunch haben und dann Burger rein und ab. Genau so will ich es machen. Genauso willst du es machen. Coole Sache. Beste Art. Hier wird alles tagesfrisch gebacken und verpackt. Und das ganz Tolle für euch, wir schockfrieren es am gleichen Tag und wenn ihr es nach Hause bekommt, habt ihr es eigentlich backfrisch und dann ran an die Sache. Super fluffige, super leckere Buns. Genau. Danke, durften wir da sein. Ja, sehr gerne. Ja? Hat mich gefreut.